Weiter geht's mit dem Let's Play. Jetzt ist schon der Part Nummer 7. Part Nummer 7 schon. Und hier ist das erste Getreide fertig geworden. Hier ist Getreide schon mal fertig. Und die Samen da. Necken gegen Lapis tauschen. Das ist noch nichts fertig. Ich könnte die Fläche hier ein bisschen vergrößern oder hier ein neues Gehege bauen. Ich habe jetzt hier einen Samen, der übrig geblieben ist. Was ich ebenfalls wegpacken werde, sind die Goldbarren. Und werden hier jetzt weitere Schaufeln craften. Hier ist wieder zu dem Sand hier hinten. Vier Schaufeln. Vier Spitzhacken. Das Inventar ist schon überfüllt. Also, diese Kohle können wir weg. Was ist das denn? Wolle brauchen wir auch nicht. Eisen und Golderz haben wir noch drin. Eisenerz reinschmeißen und das kann ich in der Zwischenzeit noch machen. Brauche ich nicht, brauche ich. Na, Redstone und Eisen, da kann ich ja. Oder geht das mit Gold? Ich weiß es nicht. Ich glaube, mit Gold geht das. Also Gold. Mit Gold und Eisen. Eine Uhr. Und mit. Nein, Gold und Redstone. Mit Eisen und Redstone. Und ein Kompass. Die Uhr kann ich so auf der Hand halten. Sieht man, dass es vormittags ist. Und die Sonne wieder hochgeht. Und Kompass, den könnte ich ja noch mit Papier machen. Eigentlich brauche ich dafür noch Zuckerrohr. Aber was ich erstmal machen möchte, ist noch ein paar Cobbles wegschmeißen. Und jetzt habe ich erstmal Cobbles weg, das brauche ich auch nicht. Einmal lasse ich, Kohle lasse ich, das kann weg. Das lasse ich. Holzschwert schmeiß ich schon mal weg. Eisenbarren brauche ich auch nicht. Jetzt habe ich erstmal die Spitzhacken und weiter Sand sammeln. Und der Tag ist ja auch erst halb. Kann ich ja weiter Sand sammeln. Also jetzt geht's wieder Richtung Sand, um weiter Sand zu sammeln. Also haben wir zu wenig Sand in der Welt. Nicht attraktiv genug. Ich will ja noch so ein Waldstück. Ich habe jetzt ein Waldstück, vielleicht können wir auch Schienen nehmen. Also weiter geht's mit dem 7. Das ist hier im 7. Part. Dann geht's weiter. Weiter mit dem Sand zu machen. Die Mitte wird gleich kommen. Oh, viel Holz. Jetzt müssen wir ganz viel Holz holen. Da ist aber der Sand hier. Ich bin hier bei der Sandwüste an, bei der Sand hier angekommen, wo die am Abgraben sind. Ich werde hier auch weiter abgraben. Sand.
Durum hier nämlich auf Sandstein war. Sandstein hier rausschlagen. Also die Zeit ist schon aufgebraucht, ich habe aber noch ein paar mehr. Kohle. Das wird heute der einzige Part sein, den ich hochladen werde. Deswegen könnt ihr in den Kommentaren schreiben, dass, was ich machen soll im nächsten Part. Gebt mir mal Ideen in den Kommentaren. Wäre natürlich schön, wenn ich noch ein paar Kommentare kriege, weil. Jetzt habe ich auch. Den Eis-App hier. Den habe ich jetzt schon abonniert. Eis-LP. Nehmen wir mal. Ein großer YouTuber sein, wäre mein Traum. Wo ist mein Schaufel da? Oh nein, mit Spitzhacke in Sand abgebaut. Das ist doppelt abgehen. Das ist ein Sandabbau, hier vorantreiben. Ich bin mal gespannt, wie es hier aussieht, nachdem der Sand hier weg ist. Und dann werde ich gleich nochmal Vorher-Nachher-Vergleich machen. Indem ich diese Welt nochmal neu erzeuge. Ich baue ja eigentlich jetzt den Sandstein hier ab. Mein Inventar kann noch was aufnehmen. Oh, ich hab das Gold ja noch. Inventar darf ich natürlich nicht verlieren. Gold, ja, jetzt habe ich auch noch 6 Stück. Ich weiß nicht, wie ich den Sandsteinabbau machen. Wieder eine Spitzhacke verbaut. Oh, Sandstein. Okay, dann sind wir weiter mit dem Sandstein abbauen. Weiter in den Sand abbauen. Oh, verschlissen. Oh. Dafür werde ich noch ein Weilchen brauchen, bitte.
alles abgebaut habe. Das könnte bestimmt noch ein, zwei Wochen, auf die meisten Let's Play Wochen dauern. Und das ich abgebaut habe und dann vielleicht erst im August dann die Pyramide da ist. Ich werde nicht, ob so nach, weil da Wasser ist. Wo kann ich denn so noch weggraben hier? Hier ist noch so ein ganz kleiner Block. Das ist ein Sandsteinblock. Schon dunkel geworden, aber trotzdem mache ich immer weiter. Solange bis meine Spitzhacken wieder aufgebraucht sind oder mein Inventar voll ist. Weil ich möchte erstmal eine komplette Truhe voller Sandstein kriegen. Ich hatte schon mal eine Pyramide gebaut, aber dann hatte ich sie dann direkt vor Ort gemacht. Dann möchte ich sonst also hier eine Pyramide bauen. Muss ich hier eine Pyramide bauen. Das ist eben mit den Geletten hier. Also hier muss ich dann nochmal den Stein ein bisschen abtragen hier vielleicht. Dass hier eine schöne gerade Fläche entstehen. Oder hier eine schöne Fläche machen. Vielleicht eine Monster-Farm hier machen. Oder Mob-Farm. So Creeper oder sonstige heimliche Mobs mal farmen könnte. Diese ganzen Aushöhlungen, die muss ich noch mehr machen. Die noch mehr aushöhlen. Und das komplett dunkel machen. Damit er auch tagsüber was von spawnt. Und das soll dann durch eine Falle durchgetötet werden. Boah, die sind aber ganz schön viele Steinhacken, die ich dafür brauche. Die Aufnahme auch schon wieder fast 14 Minuten lang, würde ich sagen, jetzt gleich die Aufnahme beenden und den 8. Part, der wird hier auch wieder beginnen.